Colin Farrell, er soll sich seiner Freundin getrennt haben. Colin Farrell, 46, hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Obwohl bekannt wurde, dass er mit Kelly McNamara liiert ist, haben sich die beiden nie bei Events oder auf dem roten Teppich zusammengezeigt. Nach 5 Jahren Beziehung soll nun das Liebesaus erfolgt sein. Colin Farrells Karriere könnte kaum besser laufen, er hat mit seiner Rolle in dem mehrfach Oscar-nominierten Film The Banshees of Inisherin große Erfolge gebucht. Zudem hat er in der Neuauflage von Batman mitgewirkt. Doch diese beiden Projekte haben viel Zeit in Anspruch genommen. Was schließlich zu der Trennung geführt haben soll, Colin ist dank seiner Rolle in The Banshees of Inisherin der Mann der Stunde. Er hat Monate damit verbracht, daran zu arbeiten, zusammen mit dem letzten Batman-Blockbuster. In dem er den Pinguin spielte, sagt eine Quelle gegenüber The Sun. Collins Terminkalender forderte seinen Tribut von seiner Beziehung zu Kelly und sie machten im stillen Schluss. Heißt es weiter. Der irische Schauspieler und die persönliche Assistentin des U2-Gitarristen The Edge. 61, hätten sich allerdings einvernehmlich und im Guten getrennt. Obwohl Colin Farrell so gut wie nie über seine Liebschaften spricht, äußerte er sich einst über Kelly McNamara und deutete gewisse Schwierigkeiten an. Meine Freundin reist beruflich auch sehr viel, so dass wir oft wie zwei Schiffe sind, die in der Nacht aneinander vorbeifahren. Aber wir sorgen dafür, dass wir einen Hafen finden, in dem wir uns treffen können, sagte er bereits Ende 2017 in der Ellen DeGeneres Show. Der True Detective-Darsteller war 2001 für wenige Monate mit Amelia Warner, 40, verheiratet, Jamie Dornans, 40, jetziger Frau. 2003 wurde sein erster Sohn James, 19, geboren, den er mit seiner Ex-Partnerin Kim Bordenave, 51, hat. Sohn Henry, 13, mit dem Colin Farrell stolz bei der diesjährigen Oscar-Verleihung für die Fotografinnen posierte. Stammt aus seiner Beziehung mit der polnischen Schauspielerin Alicia Bachleda-Kurus, 39. Verwendete Quelle, Tesun Kouk, YouTube.com.